möchte keine Politik bei mir im Chat haben, hier von wegen das und das. Das ist mir, Bruder, ich sehe Tweets, jemand schreibt über das Spiel, oha, Saudi-Arabien, Argentinien, krass von Saudi-Arabien, dass sie sich so gewehrt haben und dass sie gewonnen haben, finde ich krass und sowas, bla bla bla. Und dann gibt es da irgendwelche Leute, die sagen, oh, ihr seid genauso schlimm, dass ihr euch das Spiel überhaupt angeguckt habt, ihr seid genauso schlimm wie die alle da und so, bla bla bla. Sowas wird hier nicht gemacht, sowas gibt es bei mir im Chat nicht. Ich respektiere die Meinung, wenn man es, ich respektiere die Leute, die sagen, oh, ihr guckt die WM, okay, ich nicht, so. Aber ich will auch, dass ihr die Leute respektiert, die zum Beispiel sagen, ich gucke mir die WM nicht an. So, ich gucke mir die WM nicht an und da will ich auch nicht, dass ihr die Leute blöd anmacht. Guckt einfach, macht euer Ding, leben und leben lassen. Es einen sollte immer auf jeden Fall hier, ne? Also das ist schon teilweise, das ist so, es ist extrem, extrem, extrem krass. Aber auch selbstverständlich, ne, dass da so viele, dass es gefühlt sehr viel um nicht nur Fußball geht, aber was da, Bruder, also viele, viele werden da schon wegrasiert. Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, in wenigen Tagen startet sie, die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Und ich glaube, sehr, sehr selten wurde im Vorfeld so viel über eine WM diskutiert, berichtet und geredet. Und deshalb bin ich heute mal in der Kölner Innenstadt unterwegs, denn ich werde die Kölner und Kölnerinnen mal fragen, schaut ihr euch diese Weltmeisterschaft an? Ja oder nein? Ich bin sehr gespannt. Mal sehen, es ist ja wirklich eine sehr, sehr zwiegespaltene Meinung hier in Deutschland und das werden wir jetzt mal erfragen. Ich habe eine Statistik gehört, irgendwie jeder Dritte oder so in Deutschland schaut sie nicht. Irgendwie sowas. Carsten, wie immer hinter der Kamera, mein Name ist Marc Eggers, wir gehen los, auf geht's. Das finde ich dann auch, ich respektiere das zu 100% so, ich kann das nachvollziehen, aber ich bin gespannt, was dann Sache ist, wenn Deutschland im Halbfinale ist oder so. Ne? Also es geht um die Fußball-Weltmeisterschaft dieses Jahr. Wird die geschaut oder nicht? Ja, weiß ich noch nicht. Wissen Sie noch nicht, was hindert Sie daran, die zu schauen? Kein Fußballfan? Doch, ich bin großer Fußballfan. Aber? Ich bin so hin und her gerissen. Weil überlegen Sie mal, kennen Sie einen WM-Song? Ach, wegen dem Song sind Sie jetzt? Nein, ich sage nur, es macht keinen Sinn. Weil die Stimmung nicht da ist, ist es jetzt im Winter. Ja, und vergleichen Sie es mal vor 4 Jahren. Selbst in Russland war die Stimmung besser. Und davor sowieso, also weiß ich nicht. Guckst du dieses Jahr die Fußball-WM? Auf jeden Fall. Keine Bedenken, so was im Vorfeld passiert ist in Katar, unter welchen Umständen die Weltmeisterschaft da vergeben wurde? Doch, natürlich gibt es da also die Vorfälle, die passiert sind, die Anschuldigung an Katar. Aber was soll man machen? Ich will natürlich mein Land unterstützen, aber ich reiß da jetzt nicht hin, ich werde es da wahrscheinlich nur im Fernsehen gucken. Wird die WM dieses Jahr geschaut, ja oder nein? Also von mir nicht. Warum nicht? Weil ich kein großer Fußballfan bin und mich über all die letzten Jahre über die FIFA auch informiert habe und mir das wirklich zuwider ist, was dort abgeht. Ich habe lange darüber überlegt. Ja. Man sieht es ja auch in den Medien, dass es da teilweise wirklich nicht toll aussieht in Katar. Und ich habe mich dazu entschlossen, dann vielleicht mal ein Spiel zu gucken, aber nicht wirklich zu verfolgen. Okay, also ein Spiel und den Rest guckst du dann gar nicht? Höchstens ein Spiel, ja. Weißt du, welches Spiel du guckst? Wahrscheinlich ein Deutschland-Spiel. Ein Spiel, das andere ist ja nicht. Erste vielleicht gegen Japan, aber sonst nichts. Was ist, wenn Deutschland im Finale ist? Würdest du dann 2 Spiele gucken? Das würde ich dann überlegen, aber ich glaube nicht, dass es ins Finale kommt. Hat das auch für Sie Auswirkungen, weil da so politische Äußerungen getätigt worden sind im Vorfeld auch, Richtung jetzt Homosexualität, dass die da jetzt irgendwie einen geistigen Schaden haben und sowas? Ist das für Sie auch ein Grund zu sagen, das boykottiere ich? Oder ist tatsächlich eher, Stimmung ist nicht so da, irgendwie jetzt im Winter? Ja, das ist auch ein Grund. Also ich weiß auch nicht, was die da getrieben hat. Also ich bin auch, muss ich ehrlich gestehen, so ein bisschen ratlos. Also ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja. Einerseits bin ich Fußballfan, andererseits frage ich mich natürlich auch, was wäre passiert, wenn die Stadien da nicht gebaut worden wären. Würde es da mehr Armut auf der Welt geben oder nicht? Das ist ja die Frage. Ich bin da ratlos, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Was ist so der größte Punkt, wo Sie sagen, das geht Ihnen am meisten gegen den Strich bei der FIFA? Ja, die Korruptionsgerüchte und halt auch, wie die Gremien entscheiden, vergeben, wie die Entscheide gefällt werden, das passt mir alles gar nicht. Nach Ihrer Meinung, hätte die WM in Katar stattfinden dürfen oder nicht? Nein, niemals. Guckt ihr die Fußball-WM dieses Jahr? Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall? Auf gar keinen Fall. Gut, bei dir? Ich gucke nur die portugiesischen Spiele. Du? Auf keinen Fall. Ja, man kann es nicht unterstützen bei den Sachen, die da passieren. Das Gedankengut der Menschen dort kann man nicht unterstützen. Ja, heute ist kein dummer Spaß, kein Joke, nur die Frage. So ungewohnt, ne? Wo ist der nächste Puff? Würdet ihr die WM gucken? Da ist ja öfters so, auch die Frauen gucken ja manchmal nochmal hin, wenn Deutschland spielt. Dieses Jahr, Katar, wird geguckt? Weiß ich noch nicht. Weil? Interessiert mich jetzt nicht so sehr, aber... Mitbekommen, was im Vorfeld politisch da auch geredet wurde? Ja. Meinung dazu? Finde ich nicht gut, die Meinung. Also ich vertrete die Meinung nicht und ja. Okay. Bei dir? Ja, nee, ich bin selbst bisexuell und für mich kommt es nicht in Frage, die WM zu gucken. Okay,
das hat doch gar nichts damit, also, das hat gar nichts damit zu tun. Als ob ihre Sexualität irgendwas damit zu tun hat. So, jetzt verstehe ich, was ihr meint. Okay. Weil? Interessiert mich jetzt nicht so sehr, aber... Mitbekommen. Jetzt, jetzt verstehe ich. Okay, dann nehme ich es zurück. Was im Vorfeld politisch da auch geredet wurde, ja. Meinung dazu? Finde ich nicht gut, die Meinung. Also ich vertrete die Meinung nicht und ja. Okay, bei dir? Ja, nee, ich bin selbst bisexuell und für mich kommt es nicht in Frage, die WM zu gucken. Guckst du? Ja, gucke ich, ja. Es gibt ja viel Diskussion im Vorfeld, dass Leute sagen, sie wollen das boykottieren. Für dich gar kein Thema? Doch, natürlich ist das ein Thema, aber vom Prinzip her wird es immer ein bisschen auf den Fan abgewälzt. Ich finde es doof. Wo sind denn die Leute auch gewesen, als sie vergeben wurde? Und Fußball hat für mich auch persönlich einen großen Stellenwert und deswegen würde ich die WM trotzdem gerne schauen. Auch natürlich mit einem bitteren Beigeschmack. Ja, du hast auf jeden Fall recht, dass es so ein bisschen an den Fans abgewälzt wird und wir als Zuschauer vor die Entscheidung gestellt werden, sogar so eine moralische Entscheidung zu treffen. Ich finde auch voll viel auf die Fußballer. Aber wer war das denn? Irgendein Fußballer hat es letztens gesagt. Das war auch ein großer Fußballer. Ich habe vergessen, wer das war. Er hat auf jeden Fall gesagt. Er meinte so, Gucke ich das oder guck... Dass sehr doll natürlich auch auf die Fußballer dann gegangen wird, aber dass man das auch irgendwo... War das Kim? Ich weiß es nicht. Dass auf jeden Fall dieses ganze Ding, der Ursprung, diese Leute waren der Wirt. Und das müssen jetzt halt auch Leute, sag ich mal, ausbaden, die da halt zocken. Gucke ich das nicht. Schaust du dir die Fußball-WM dieses Jahr an? Mit Sicherheit, denke ich schon, ja. Ja? Ja. Okay. Ist ja viel Diskussion im Vorfeld, dass Leute sagen, sie boykottieren das. Für dich kein Thema? Doch, schon ein Thema, aber ich denke, man geht mit den anderen Leuten und dann schaut man sich das beiläufig an. Ja. Okay. Hier aber in Köln ist... Ein Nachgeschmack ist natürlich auch dabei, dementsprechend, ja klar. Hier in Köln ist, glaube ich, sogar Public Viewing Verbot. Das wird, glaube ich, offiziell nicht gezeigt. Wie findest du das? Das habe ich jetzt zum ersten Mal von Ihnen gehört, aber finde ich ein gutes Zeichen in die richtige Richtung. Findest du, dass die deutsche Nationalmannschaft von Anfang an hätte sagen sollen, wir fliegen da gar nicht erst hin, wir supporten das nicht? Das wäre natürlich ein Zeichen gewesen, aber dann hätten sich natürlich auch andere Mannschaften damit an den Tisch setzen müssen, weil das auch gerade für einen Spieler auch ein bisschen doof, so ein WM, die findet ja alle 4 Jahre statt, das ist für die wirklich eine große Herausforderung, dabei zu sein und das dann abzusagen, ist auch schon ein schwieriger Schritt. Also ich kann auch die Spieler nachvollziehen, die dann da sind, aber hat alles einen bitteren Beigeschmack. Kommen wir zum heutigen Sponsor des Videos und zwar Cyber... Ja, der macht gute Calls, ne? Guckst du dieses Jahr die Fußball-Weltmeisterschaft? Ja, grundsätzlich gucke ich die schon, ja. Okay, also keine Bedenken? Ja, man hat natürlich so diese, durch die Medien und durch die ganzen moralischen Aspekte schon, aber ich bin großartig, ich liebe Fußball. Ja. Und nur weil es jetzt auf der Welt vielleicht da nicht so ganz mit rechten Dingen abläuft, weiß ich nicht, ob das sinnvoll ist, dass wir als Fans jetzt darunter leiden müssen, die WM nicht zu gucken. Und auch weil ich denke, es gibt so viel, wir haben so viele andere Probleme, als uns darum jetzt zu kümmern. Und ich meine, in Brasilien ist auch nicht alles mit rechten Dingen abgelaufen, so von Menschen, mit Todeszahlen jetzt. Und da hat aber keiner drüber gesprochen. Über Katar spricht halt jeder, weil Katar so viel Geld hat. Und das ist halt das große Problem, was mich daran so stört, dass wir sagen, wir gucken die WM nicht, aber in Brasilien haben alle geguckt und dieses Moralische stört mich einfach extrem. Das kann man jetzt so... Cousin. Der hört sich ein bisschen an wie Cousin, ne? Wie die GTA-Stimme. Falsch beantworten, ne? Ja, also ich finde, man kann schon zu seiner Meinung halt so stehen, so am Ende des Tages. Es ist ja, wir werden als Fans, in Anführungsstrichen Fußballfans, vor eine moralische Entscheidung gestellt, guckt man das oder nicht so. Und das ist ja an sich eh schon mal einfach schwierig, mussten wir uns noch nie so machen. Ja, Fußball soll Spaß bringen, gute Laune verbreiten und am Ende des Tages ist es jetzt irgendwie eine politische Sache, es ist im Vorfeld sehr, sehr viel passiert. Okay, also ich versuche jetzt ehrlich zu sein, ich würde es wahrscheinlich trotzdem gucken. Jetzt nicht jedes Spiel, ich bin Italiener, meine Mannschaft ist nicht dabei. Zu Recht auch. Ja, habt ihr auch mal verdient, danke, Digga. Danke. Guckst du dir dieses Jahr die Fußball-Weltmeisterschaft an? Nein. Warum nicht? Ich mag keinen Fußball. Ah, okay. Wer hätte sonst einen Grund für dich mitbekommen, was da so im Vorfeld alles geredet wurde? Natürlich. Natürlich kein Unterstützer von dem, was da läuft. Aber wenn du eh kein Fußballfan bist, ist ja einfach. Natürlich. Was guckst du gern? Ich bin kein Sportler-Fan. Du bist kein Sportler? Bei mir fängt schon an mit... Also ich kann Fußballfan, kein Fußballfan zu sein, das geht schon nicht ganz in meinen Kopf rein so, aber kann ich vielleicht irgendwo nachvollziehen, weil du dann vielleicht Basketball magst oder Handball oder Hockey oder Formel 1 oder Baseball, so eine Sachen. Aber kein Sportfan? Also Sport, das ist ja dann, das verstehe ich nicht ganz. Baseball, ja, Amerika, weißt du, wie groß das ja, irgendwas Sport? E-Sport? Mein Vater ist auch so. Aber gar kein Sport? Tennis? Cool. Tennis? Also, okay. Kein Sportfan. Achso, sonst im Fernsehen? Keiner guckt mehr Fernsehen. Ich meine, ist klar, es ist eine moralische Sache, wie du schon sagtest, aber ganz ehrlich, die meisten werden es wahrscheinlich trotzdem gucken. Vielleicht nicht zu Hause, aber... Ja, okay. Ja, das ist halt die Frage. Also, ihr könnt es auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Einfach nur ja oder nein. Guckt ihr die WM dieses Jahr? Ja oder nein? Weil das ist die Frage. Wie viele Leute gucken denn nicht? Wie viele Leute gucken denn einfach und sagen es denn gar nicht? Was ist bei dir? Was ist deine Meinung? Wirst du gucken dieses Jahr? Ja, ich will. Oder auch Italiener? Nee. Nee, tatsächlich. Ich bin Allmann. Ich werde es auf jeden Fall gucken, auf jeden Fall. Du ziehst rein? Ja, ja. Okay. Nein. Leider nicht. Leider nicht, warum? Wegen den Menschenrechten und so, deswegen. Willst du es komplett boykottieren? Ja.
Was ist, wenn Deutschland auf einmal Finale ist? Auch. Da werde ich auch komplett boykottieren. Sonst immer gerne Fußball-WM geguckt? Ja. Keine Bedenken? Nein. Einfach Support? Also ich supporte halt nicht, was die in Katar machen, aber ich bin halt ein riesen Fußballfan, darum gucke ich mir das an. Wahrscheinlich nicht, nein. Warum nicht? Weil ich das nicht supporte, das ganze System dahinter alles. Und deswegen werde ich es wahrscheinlich nicht schauen, nee. Bist du sonst ein Fußballfan? Absolut, 100%. Komplett, ja. Warum bei dir nicht? Einfach aufgrund der Verhältnisse, die dort eben vorlagen, unterstütze ich das einfach nicht. Hast du sonst mal Fußball geguckt? Das ist der nächste Punkt. Mache ich natürlich noch so. Ich bin leidenschaftlicher FC-Fan. Aber theoretisch muss man das natürlich eigentlich alles sein lassen, weil es alles irgendwie ein riesiger Kreislauf ist. Und am Ende des Tages ja eben nicht nur Katar alleine das Problem ist so. Also was ist für dich so der Grund, warum du dieses Jahr sagst, jetzt gucke ich nicht? Einfach, was ich jetzt für Berichte gesehen habe, was in Katar einfach abgeht alles. Also ich habe jetzt auch Dokus darüber gesehen und die Arbeitsbedingungen allein da und das ganze System da, das unterstütze ich nicht und deswegen... Wird kein Fußball geguckt. Wie sehr blutet das Herz, nicht zu sehen, wie die Nationalmannschaft sich schlagen wird? Tatsächlich kaum. Also wir haben ja schon eine Weltmeisterschaft erlebt, wo wir gewonnen haben. Das war ja schon schön genug, ist ja nicht so lange her. Und dementsprechend, ja, da mich das einfach so anwidert, was da abgegangen ist, ja, mache ich dieses Jahr einfach nicht und verzichte darauf. Positives in 2 Jahren ist die Europameisterschaft und die ist sogar in Deutschland. Und da reißen wir hier auf jeden Fall die Hütte wieder ab. Ja, sicher. Wir sind jetzt am Ende des Videos angekommen. Ich habe die Leute mal gefragt, schaut ihr dieses Jahr die WM, ja oder nein? Schreibt es wirklich gerne mal in die Kommentare. Ich könnte jetzt wahrscheinlich nochmal so 10 Minuten irgendwie euch jetzt meine Meinung kundtun und darüber nochmal reden und erzählen, was ich da alles so schlecht finde. Was mir aber persönlich wirklich eine sehr, sehr wichtige Herzensangelegenheit ist, diese Aussage, die getätigt wurde, dass Menschen, die homosexuell sind oder einfach andere Vorlieben sexuell haben, einen geistigen Schaden haben oder eine geistige Behinderung, das kann ich nicht tolerieren, das kann ich nicht akzeptieren und ich hoffe, ihr da draußen seid genauso offen, ihr schaut nicht weg, ihr habt ein offenes Mindset und verurteilt niemanden, egal, wenn er irgendwie für euch in euren Augen anders ist oder eine andere Sexualität oder Neigung hat. Mensch ist Mensch, Hauptsache ein guter Mensch, Hauptsache nett und korrekt und alles andere ist am Ende des Tages zweitrangig. Das ist mir persönlich nochmal wichtig. Ansonsten, CyberGhost VPN hat dieses Video gesponsert. Da geht auch nochmal ein dickes Dankeschön raus. Ihr habt halt die Möglichkeit, 84% Rabatt zu bekommen. Das heißt 2,03 € im Monat. Erster Link unten verlinkt in der Infobox. 45 Tage Geld-Zurück-Garantie. Mein Name ist Marc Eggers. Carsten ist wie immer hinter der Kamera. Wir sehen uns beim nächsten Video und ich bin wirklich sehr gespannt. Also meine Meinung ist folgende dazu, wollt ihr wahrscheinlich auch hören, wenn ich schon das Video gucke. Ich gucke mir die WM an, ich gucke mir die Spiele an, weil ich Fußballfan bin. Das heißt nicht, dass ich es gut finde, wie und was da. Australien 1-0? Stell mal vor, das hätte gepasst, hätte ich gesagt. Ich gucke mir die WM nicht an, das interessiert mich da alles nicht. Und dann diese Nachricht gelesen hätte. Digga, Hilfe! Nee, das heißt aber nicht, dass ich das da gut finde, was da passiert ist. Und ja, das dazu. Everything has changed. Every day.